Los mit dir? Was ist los mit mir? Was ist los mit mir? Was ist los mit mir? Er fragt, was mit mir los ist. Ich schaffe es gerade nicht. So, du siehst es Bin um hier. deine Gesundheit besorgt. Hurensohn-Plattform. Ohne Scheiß. Tut mir leid, dass ich solche Schimpfwörter in den Mund nehmen muss. Das geht gar nicht. Aber die Plattform hat, glaube ich, keine Mutter, weil sie eher eine Plattform ist. Also von daher geht das. Oh. FU, wirklich, FU. Wie guckt man denn komplett nach oben? Nee, gerade. Nein! Ich stand Haha. drauf! Ja, Nein! das ist mir ganz oft passiert, ja. Daran wirst du dich gewöhnen müssen. Ich stand, ich glaub's nicht, ich stand drauf. Okay, also schaffen wir das noch mal auf. Ah, fuck, das feuert mich aber jetzt nochmal an, dass ich drauf stand. Tja. Das sind Erfolgsmomente hier bei Games Panorama. Ja. Maus loslassen. Das wäre wieder zu kurz. Ich glaub's nicht. Wie kann das denn sein, dass ich einmal draufstehe und dann nie wieder? Zweimal, das war schon das zweite Mal. Wenn du es so überlegst, ist deine Statistik gar nicht schlecht. Zwei von Habt ihr 100. mitgezählt? Schreibt's in die Kommentare. Ihr bekommt ein kostenloses Taschentuch. Benutzt. Natürlich benutzen, sonst wäre es doch nicht mehr idolmäßig. Von euren Stars, Serenox. Signiert Ja. von Kaiser. Das dritte Mal drauf gestanden. Aber runtergefallen. Nein, das war jetzt wieder zu kurz. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. This program is rated M for mature. Ich glaube, ich werde langsam verrückt. Ja, ich werde wirklich langsam verrückt. Ich sehe schon Dinge. Ich sehe eine Brücke, Serenox. Ja, tatsächlich. Eine Brücke. Eine Regenbogenbrücke. Nach Valhall. Ich habe irgendwie Bock, Na. Skyrim zu spielen, aber wenn. Ich habe Bock, Skyrim zu spielen, aber leider ist es nicht geil. Oh, Kaiser. Nee, ich habe Lust, ein Spiel wie Skyrim in ne geil. In gut, ja. In gut und noch besser. In wesentlich epischer, nicht so langweilig, in richtig episch. Einfach ein richtig episches Spiel. So episch wie die Trailer von Skyrim sind. Nur halt im Spiel. Nur halt echt. Und nicht so langweilig, ich reite 10 Tage lang durch die Steppe und dann kommt ein Typ, den ich töte. Ist halt passend. In Third Person? Muss ich mich verarschen? Obwohl. Nee, nee, nee. Das Spiel, was ich machen würde, wäre schon Third Person, weil dann sieht man wesentlich mehr von der richtig epischen Welt. Du hast gesagt, du findest es scheiße, dass in Skyrim nur auch Third Person. F6. Ja, also mit Pferd meinst du? Ja. Ja, in Skyrim ist es ja auch scheiße. Ich frag mich gerade, wann man springen soll. So, wenn die Teile ungefähr in der Mitte sind. So, warte. So Jetzt. nicht. Müssen wir ja gerade gucken. Boah, ich hab's geschafft. Nach ungefähr 3000 Jahren an Video haben wir jetzt gerade ungefähr eine Stunde an einer Stelle Echt? verbracht, ja. Na toll. Also, wenn ihr das wirklich geguckt habt, bisher alles, dann bekommt ihr wirklich einen Cookie von uns. Jetzt. Ich sehe, das war ein bisschen verzögert, deswegen ist Dann es. sagt 3 Sekunden vorher jetzt. Jetzt. Ja, klar. Ja! F6. Freu dich, Kaiser. Und dann habe ich es ausgemacht.
lol. Wind. Nee, Eis. Verarsch mich nicht! Caution steht da auch noch, ey. Aber jetzt kann ich's ja. Es bewegt sich! Natürlich bewegt sie sich. Bewegt euch! Und zwar in einer X-Form diesmal. Dieses Spiel ist der größte Hurensohn, den ich kenne. Alter. Wie soll das bitte gehen? Soll ich dir verraten, oder willst du selber drauf kommen? Du kommst mal selber drauf. Ja, ich weiß wahrscheinlich, was man machen muss. Man muss doch bestimmt auf die Anlage drauf springen, oder? Nicht der Versuch, nein. Doch, doch. Aber gut, der Gedanke. Also das war. Schade, der Gedanke hatte ich auch, das fuhrt sich aber nicht. Ich muss tatsächlich hoch. Ach Mann. Ist doch ein schönes Upgrade also, zuletzt. Ich muss trotzdem sagen, ich habe es ja noch nicht geschafft, das Spiel zu überlisten. In Quantum Conundrum habe ich es geschafft, das Spiel zu überlisten in einem der Rätsel. Weil da bin ich einfach auf die Dekoration des Levels gegangen und habe einfach den gesamten schwierigen Part umgangen, indem ich einfach nur auf diesen Schläuchen gelaufen bin, obwohl ich eigentlich hätte unten mit der Gravitation hätte arbeiten müssen. Hier geht es nicht. Und selbst wenn die sich nicht bewegen würde, würde ich ja nicht drauf kommen. Ach komm doch, ey, ohne Scheiß. Ey, vor allem, das fährt doch erst los, wenn ich hinspringe, oder? Nö. Okay, weil ich muss ja springen, wenn es... Ich war drauf. Ja. Aber wie stoppe ich? Das geht es herauszufinden, Kaiser. Du hast ja meinen Aha-Moment erlebt, live, den ich hatte, als ich gecheckt habe, wie das geht. Das Einzige, was ich denken kann, ist, die Pfeiler in der Mitte sind Leitern. Nein. Fuck. Schön wär's. Da hätte ich schon viel früher geschafft. Sag mir's. Ich als dein möchte gern Chefredakteur befehle dir, du sollst mir sagen. Okay. Du musst das so timen, dass wenn du auf der Plattform bist und dann, wenn du auf der Plattform bist, musst du sprunglos also auf der Plattform nochmal Leertaste drücken, damit und zur hinteren Plattform durchzuspringen, wenn die gerade draußen sind, dann dich schnell umdrehen und zum Ausgang springen. F-U-C-K-Y-U. Ich habe vergessen, wie man U spielt. Ich bin müde. Oh. Ich bin erschöpft. Merkt ihr, ich bin also mental zerstört. Dieses Spiel raubt mir den letzten Rest. Mirror's Edge war ein schönes Let's Play. Es war das perfekte Spiel letztes Jahr. Das hier ist a pain in the ass. Oder auf Englisch, pain in the ass. Das ist wirklich ein Arsch. Ich muss sagen, ich finde das Spiel... Ich würde für sowas kein Geld bezahlen. Aber es ist jetzt zum Glück ein Mod. Und wer es von euch sich traut und sagt, er ist gut, der soll es wagen. Merkt, Serenox ist besser als ich. Okay. Man kommt da gar nicht hin. Verarsch mich nicht. Ich war auf der Plattform, man kommt nicht auf die Caution da hinten. Und was soll man dann machen, wenn man dann da war? Wo ist denn der Ausgang? Da hinten, da musst du dich, das siehst du dann schon. Ey, verarschen kann ich mich echt selber, ey. Ah. Ach, Noclip, nie habe ich dich mehr gebraucht. Tja.
Und geschafft, jawohl. Wie? Was? Also, das da, das habe ich geschafft, wie ich es beschrieben habe. Das nächste mit dem Bogen gesprungen. So ein bisschen zur Seite drehen und dann Also du passt hast es das. gemacht, als er jetzt hier rechts war. Sprung und verfehlt. Alter, wie du mir wegziehst, einfach in Geschicklichkeit spielen viel besser bist. Ich bin einfach der Mann fürs Rohr, deswegen spiele ich auch Support-Klasse. Ohne Scheiß, also wirklich. Ich muss halt echt sagen, das ist halt einfach irrsinnig, irrsinnig, irrsinnig. Einfach scheiße. Also das ist einfach armselig. Du musst jedes Mal warten, bis dieses Ding wieder an ist. Muss ich gar nicht. Einfach jetzt auf X6 drücke. Oh, das würde ich ja freuen, was jetzt kommt. Ey, wir machen einfach gleich Schluss, ohne Scheiß. Wir brechen einfach ab. Ich habe keinen Bock mehr. Ohne Kack. Ey, wie soll das gehen? Du rutschst doch nur, du springst doch überhaupt nicht. Ey, ohne Scheiß! Wie es einfach jetzt in drei Versuchen zweimal geschafft hat, darauf zu springen. Ey, ohne Scheiß. Und warum höre ich diese Typen reden? Das gibt's gar nicht. Ach ja, die reden dann hier hinter ihr Dings. Chewbacca, ey. Die meisten Ergebnisse sind akzeptabel. Fickt euch. Vor allem, wie soll man auf diese Plattform da hinten drauf kommen? Die geht ständig weg, wenn ich hinspringe. Das musst du timen. So wie Granaten, nur in gut. Granatentime ist wenigstens einfach. Man wartet 4 Sekunden, wirft sie vor den Spawn. Alter, da noch diese Windanlage daneben, ey. Das ist die Frostanlage, also. Da wird die Plattform von gefriest. Kann das nicht mal Sommer sein? In meinem Zimmer sind es auch 20 Grad. 26.